erstmal besser nicht. What the fuck? Ja, was ist das denn für eine Scheiße? Oh mein Gott. Geht ja mal gar nicht. Oh no. Macht echt keinen Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zock mal besser nicht. Und zwar ein Game, was ich damals viel besser in Erinnerung hatte, als es nur heute tatsächlich ist. Rausgebracht von Electronic Arts, hier sieht man es gerade, A Sandcastle Production. Nämlich Zanigolf, ein Minigolf-Game für den Amiga, 1988 von Will Harvey programmiert. Und ja, ich starte einfach mal und ihr werdet gleich sehen, warum es eigentlich nicht so toll ist. 1 bis 4 Spieler. So, dann lad mal. Windmill Hole. Ja, das Ziel ist, eine Windmühle bzw. durch eine Windmühle durchzuspielen. Eine durchaus nicht unbekannte Minigolfbahn hat man sicher irgendwo auch schon mal in freier Wildbahn gesehen, sowas ähnliches, dass man mal durch so eine Windmühle oder sowas durchspielen muss. So. Click or press key to play. Und hier, die Anleitung sagt es schon, das Fadenkreuz, was man hat, auf dem Ball platzieren und dann aber ziehen und der Ball rollt dann in die entgegengesetzte Richtung. Und das ist eigentlich auch schon eine Sache, die blöd gelöst ist, weil sonst von den früheren oder anderen Minigolfspielen kennt man eigentlich, man klickt hier drauf und kann dann hier so die Richtung bestimmen, wo man das hinziehen will und lässt dann los und dann rollt der Ball in Richtung des Fadenkreuzes. Und das ist jetzt schon eine Sache, die nervig ist. Man klickt hier, beziehungsweise hält den Feuerknopf gedrückt und zieht dann in die entgegengesetzte Richtung, um Schwung zu holen. Und das finde ich schon deutlich schwerer als die anderen bekannten Varianten. Grafisch sieht es nicht schlecht aus, aber jetzt rein von der Spieltechnik, von der Mechanik, naja, lassen wir mal los. Nicht so leicht zu beeinflussen, das Ganze. Und auch der Sound ist auf Dauer ziemlich nervig. Es geht am Anfang noch, aber irgendwann. So, und das ist jetzt natürlich eine reine Glückssache. Na, und wo ist der Ball hin? Auch so eine Geschichte, die ich jetzt irgendwie nicht raffe. Keine Ahnung, warum der Ball jetzt plötzlich da verschwunden ist und hier wieder auftaucht. Auch das ist schon irgendwie merkwürdig. Da unten ist das Ziel. Und ich finde also, die Steuerung ist einfach ziemlich hakelig. Drin. Und was besonders frustrierend ist bei dem Game ist, man hat nur eine bestimmte Anzahl von Versuchen und dann ist das Game vorbei. Es ist also nicht so wie bei üblichen Minigolfspielen, wo man pro Bahn seine 6 Schläge hat oder ja, und der 7. dann ist der Strafpunkt, sondern wenn du hier deine Schläge verbraucht hast, geht's nicht weiter. Und deswegen bin ich hier auch nicht ins 3. Level gekommen. Und das ist schon ziemlich frustrierend, weil doch ziemlich schwer. Gerade dieses Level hier, das ist eine reine Glückssache. Und das ist ziemlich nervig und das macht auf Dauer keinen Spaß. Und deswegen ist es bei mir nun in der Rubrik Zock mal besser nicht gelandet. Ich zeige es euch aber nochmal. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann schreibt mir das bitte in die Comments. Ich bin gespannt. Und ihr dürft mir auch gerne sagen, warum ihr es besser findet, falls ihr es denn besser finden solltet. So, ja, einigermaßen parallel, das haut so mehr oder weniger hin. Und da oben, ja, das Loch befindet sich unter dem hüpfenden Burger dort und da reinzukriegen, den Ball da reinzukriegen, das ist reine Glückssache. Da ist ziemlich hakelig und, ja,
roll am besten da hinten gleich noch runter. Okay. Gut. Da ist der Burger in Aktion und jetzt hier so perspektivisch da zu zielen, das ist wirklich eine reine Glückssache und wahrscheinlich ja, passiert genau das. Der Ball prallt gegen den Burger, weil der kommt immer dann ausgerechnet runter, wenn der Ball durch will. Ich habe noch 3 Schläge übrig. Und wie gesagt, es ist mir nicht gelungen, das dritte Level zu sehen. Ja, das kannst du mehr oder weniger knicken. Ja, versuchen wir es nochmal. Aber ich glaube kaum, dass ich das... Na, aber mal gucken. Kann man das irgendwie abpassen? Das ist reine Glückssache und für den Arsch. Extrem frustrierend. This is your last stroke. Wenn ich mit dem Schlag den Ball nicht versenkt kriege, ist das Game zu Ende. Komm hier, was soll's. Ja, kannst du vergessen. Ja. Und damit ist das Ding Game Over. Und ja, das macht ehrlich gesagt so keinen Bock. Und deswegen meiner Meinung nach zu Recht, zockt mal besser nicht Zanigolf. Zockt da mal lieber andere Golfspiele für. Alles andere ist motivierender in dem Moment als das. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn ihr abonniert, kommentiert, liked. Ich sag ciao, bis demnächst, euer Tomaniac. Bye.